Sativa Singh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Raff liest Drogen, die Geschichte eines langen Krieges, Folge 14, Teil 1. Kapitel 15, das Ende des Schneeballsystems. Nachdem ich anderthalb Jahre lang nur die Opfer dieses Krieges kennengelernt hatte und immer wütender und deprimierter geworden war, flößte Vancouver mir ein kribbeliges Gefühl der Hoffnung ein. Durch Bud Osborne hatte ich erfahren, wie dramatisch sich die Lage verbessern konnte, wenn man sich organisierte und Forderungen stellte. Und ich wollte ähnliche Experimente und Neuerungen sehen, wollte herausfinden, ob Vancouver nur ein Einzelfall war oder aber ein Vorbote dessen, was sein könnte. Während ich mich umhörte, wurde mir bald klar, dass auf dem amerikanischen Kontinent keine weiteren Experimente stattfanden. Einige Gefängnisse verfolgten etwas großzügigere Programme zur Suchtbehandlung. Einige wenige US-Bundesstaaten wichen minimal von der Norm ab und gaben etwas schwächere Drogen an die schwersten Suchtfälle aus. Und das schien auch schon alles zu sein. Allerdings wusste ich, dass die beiden europäischen Länder, deren Bürger ich bin, Großbritannien und die Schweiz, mit sehr viel grundlegenderen Alternativen experimentiert hatten. Und ich fand, dass es an der Zeit war, wieder nach Hause zu fahren. Ich meinte mich vage zu erinnern, vermutlich hatte ich vor Jahren in Mike Grays Buch Drug Crazy darüber gelesen, dass man Anfang der 1990er Jahre im Norden Englands versuchsweise Heroin auf Rezept ausgegeben hatte. Doch wusste ich nur wenig darüber. Ich spürte den Mann auf, der das Experiment geleitet hatte. Er lebt heute im Exil in Neuseeland. Telefonierte mit ihm und fuhr dann nach Liverpool, um mit möglichst vielen Leuten zu reden, die damals dabei gewesen waren. Die Geschichte, die sie mir erzählten, wies, wie ich bald bemerkte, verblüffende Ähnlichkeiten mit jener lang vergangenen Zeit auf, in der die Geschichte des Krieges gegen die Drogen begonnen hatte. 44 Jahre nach Schließung der letzten Heroinkliniken in Kalifornien betrat 8000 Kilometer weit entfernt ein Mann namens John Marks, eine kleine graue Arztpraxis irgendwo auf der Halbinsel Wirral im regnerischen Norden Englands. Dort, wo früher einmal Schiffe gebaut wurden und heute nichts mehr produziert wird. Es war sein erster Arbeitstag als Psychiater. Marks, ein großgewachsener, bärtiger Waliser aus den Tälern, stets in eine Rauchwolke seiner Pfeife gehüllt, fühlte sich nicht besonders zufrieden, während er auf das vorbeiziehende, schlammige Wasser des Mersey schaute. Wie Henry Smith Williams war auch er der intellektuelle Sohn eines Arztes und wie er glaubte er, Besseres zu tun zu haben, als an einem Ort wie diesem seine Zeit mit Süchtigen zu verschwenden. Marx war hergekommen, um das Rätsel der Schizophrenie zu lösen. Doch da er der Neue war, schob man ihm die langweiligen Aufgaben zu. Seine Kollegen sagten, du kannst die Süchtigen haben, John, die Alkoholiker und Drogenjunkies. Marx wusste, dass jede Menge Junkies auf ihn warten würden, denn in den 1980er Jahren war die Merseyside zum Austragungsort einer der heißesten Klassenkämpfe in der britischen Geschichte geworden. Margaret Thatcher, konservative Regierung, hatte sich vorgenommen, im Norden Englands die verstaatlichten, ihrer Meinung nach nur Subventionen verschlingenden Industrien zu schließen. Im privaten Kreis schlugen ihre Minister sogar vor, Liverpool aufzugeben, denn hier die Wirtschaft wiederzubeleben, das wäre, als wollte man Wasser bergauf fließen lassen. Die Bewohner von Merseyside mussten erleben, wie ihre Arbeitsplätze abgewickelt wurden, ihre Häuser verfielen und ihre Straßen Feuer fingen, seit immer wieder Unruhen in den Städten aufflammten. Und in den Brandschneisen breitete sich das Heroin aus. Marx war klar, dass Hoffnungslosigkeit sich über die Region ausbreitete und noch mehr Suchtprobleme hervorbringen würde. Er seufzte. Jeden Donnerstag drängte eine Schar von Süchtigen in die Praxis und Marks Aufgabe bestand darin, ihnen Rezepte auszustellen für Heroin. Sie setzten sich, sie beantworteten ein paar Fragen, dann bekamen sie gerade so viel Heroin, dass es bis zum nächsten Donnerstag reichte. Und das war's.
Anfangs dachte Marx nur, wie bizarr, Heroin für Süchtige umsonst. Ohne es zu wissen, hatte er das letzte Schlupfloch in der legalen Drogenversorgung geerbt, das Harry Anslinger nie hatte schließen können. Zu Beginn meiner Recherche glaubte ich, Englands Krieg gegen die Drogen sei im Wesentlichen eine schwächere Version des amerikanischen Krieges. Wir sperren jede Menge Leute ins Gefängnis, allerdings weniger als die Vereinigten Staaten. Wir unterstützen im Ausland den Krieg gegen Drogen, allerdings nicht ganz so intensiv wie die USA. Wie sich zeigen sollte, hatte ich ein bisschen Recht und ein bisschen Unrecht. Auf einem Gebiet sind wir deutlich schlechter. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei uns ein Schwarzer wegen eines Drogenvergehens verhaftet wird, ist 10-mal höher als die Verhaftung eines Weißen aus demselben Grund. Eine Zahl, die sowohl die der Vereinigten Staaten wie die von Südafrika während der Apartheid übertrifft. Teilweise liegt das daran, dass unser Drogenkrieg, wie in den Vereinigten Staaten, mit einer Rassenpanik begann. In seinem Buch Dope Girls erzählt Marek Cohn, dass ein junges, weißes Revue-Girl namens Billy Carton am 27. November 1918 bis 5 Uhr morgens Freunde in ihrem Zimmer des Savoy Hotel empfing. Kokain gab es reichlich. Noch am selben Tag wurde sie tot aufgefunden. Die Presse empörte sich über die zwei dunklen Mächte, die diese chemischen Substanzen auf die britische Insel brachten. Die Übelkeit erregende Meute zu klein geratener Ausländer, womit die Flut chinesischer Einwanderer gemeint war, und die jazzspielenden Niggermusiker. Man setzte das Wort Musiker in Anführungszeichen, nicht das Wort Nigger. Drogen wurden verboten, um das Land vor diesem rassischen Gift zu schützen. Und nach dem Verbot titelte News of the World erleichtert böser Neger matt gesetzt, um dann hinzuzufügen, dass nun endlich Schluss sei mit der Opferung der Seelen weißer Frauen. Die US-Regierung bekundete begeistert Beifall, froh darüber, dass andere Nationen ihre Sorgen teilten. Lange Zeit aber gab es das besagte Schlupfloch. Während Ärzten in den Staaten befohlen wurde, jegliche legale Verschreibung von Heroin einzustellen, woran letztlich Henry Smith Williams' Bruder zerbrach, weigerten sich die britischen Ärzte rundheraus dieser Aufforderung nachzukommen. Sie erklärten, Süchtige seien krank. Folglich sei es unmoralisch, sie leiden und sterben zu lassen. Da die britische Regierung nicht recht wusste, wie sie weiter vorgehen sollte, ernannte sie Sir Humphrey Rolleston, Baronet und Präsident des Königlichen Ärztekollegs, zum Leiter der Drogenpolitik. Nachdem Rolleston sich ausgiebig mit der Beweislage befasst hatte, kam er zu dem Schluss, dass die Ärzte recht hatten. Ein Rückfall, schrieb er, scheint früher oder später die Regel, eine langfristige Heilung aber die Ausnahme zu sein. Deshalb bestand er darauf, dass Ärzten das Recht vorbehalten blieb, Heroin nach eigenem Ermessen zu verschreiben. 2 Generationen lang wurde somit Henry Smith Williams Politik in England fortgesetzt und sonst nirgendwo auf der Welt. Im Ergebnis bedeutete dies, dass die Zahl der Heroinsüchtigen in den Staaten auf viele hunderttausend hochschnellte, während sich in England ein ganz anderes Bild bot. Die Zahl der Süchtigen überstieg nie 1000 und die Suchtpopulation in England, erklärte Mike Gray, ist ziemlich beständig geblieben. Kleine alte Damen, sich selbst behandelnde Ärzte, Menschen mit chronischen Schmerzen, Nichtsnutze, allesamt mittleren Alters und die meisten führen ein ansonsten normales Leben. Britische Ärzte waren der Ansicht, dass es den stabilen Süchtigen gab und sie sagten, wenn man Heroin verschreibe, sei dieser eher die Regel als die Ausnahme. Als Billie Holiday in den 1950er Jahren nach London kam, zeigte sie erstaunt. Hier geht man zivilisiert damit um und hat überhaupt kein Drogenproblem, erklärte sie. Eines Tages wird Amerika Einsehen haben und es genauso machen. Wenn man Anslinger in der Öffentlichkeit aufforderte, seine Thesen zu belegen, leugnete er schlicht die Existenz des britischen Systems. Zum Beweis brachte er vor, dass es dieses System in Hongkong nicht gäbe und Hongkong sei nun einmal eine britische Stadt.
Insgeheim aber arbeitete er unermüdlich daran, das britische System abzuschaffen. 1956 erklärte der britische Gesundheitsminister dem Unterhaus, Druck seitens der Vereinigten Staaten zwinge ihn, die Produktion von Heroin einzustellen. Die britischen Ärzte reagierten empört und verkündeten, das Gesundheitsministerium sei zum Wohl der kranken und leidenden Bevölkerung da. Sie ließen sich von ihrer Ansicht nicht abbringen, und Enslinger konnte sie nicht so an die Kandare nehmen, wie ihm dies mit den Ärzten seines Landes gelungen war. Die Politik blieb unverändert. In den 1960er Jahren aber wurde dieses System plötzlich abgeschafft. Die britische Regierung verkündete, es habe einen katastrophalen Anstieg der Zahl der Heroinabhängigen gegeben, nämlich von 927 auf 2782. Dafür schien es zwei Gründe zu geben. Die Swinging Sixties änderten auf der ganzen Welt die Einstellung zu Drogen, was zu vermehrten Experimenten führte und wie sich herausstellte, hatte insbesondere im Londoner West End eine Handvoll Ärzte Partydrogen auf Rezept verkauft. Die britische Regierung näherte sich somit dem amerikanischen Modell an, übernahm es aber nicht vollständig. Die Möglichkeit, Heroin auf Rezept zu bekommen, blieb bestehen. Nur besaßen jetzt bloß noch einige wenige ausgewählte Psychiater das Recht, es zu verschreiben. Ziemlicher Durchschnitt, dachte Marx, während sein Blick über die Süchtigen streifte, die in seine Praxis kamen. Es waren vielleicht ein Dutzend junge Kerle, die sich ihren Stoff holten, dazu die eine oder andere junge Frau. Arbeiter, Schauerleute, Menschen aus allen sozialen Schichten. Er sagte ihnen, sie sollten damit aufhören. Doch sie antworteten, sie bräuchten die Drogen. Nach wenigen Jahren beschloss er, das Programm zu beenden, damit er endlich Schizophrenie, manische Depression, die interessanteren Krankheitsbilder untersuchen konnte. Das alles war mir ziemlich lästig, sagte er zu mir. Ich hatte schließlich Wichtigeres zu tun. Doch noch während er seine Vorbereitung traf, kam von Margaret Thatchers Regierung eine offenbar von ihrem Freund Ronald Reagan jenseits des Atlantiks und dessen verschärften Drogenkrieg inspirierte Anordnung. Jede Regierung Großbritanniens solle nachweisen, dass es über eine eigene Antidrogenstrategie verfüge, hieß es darin, und eine Kosten-Nutzen-Analyse durchführe, die ihre Wirksamkeit belegte. Also beauftragte Marx den Akademiker Dr. Russell Newcomb, sich die Heroinsüchtigen seiner Praxis genauer anzusehen. Er nahm an, Newcomb würde ihm berichten, seine Patienten seien wie die Süchtigen in den Vereinigten Staaten, also wie Heroinsüchtige überall auf der Welt, von denen das Klischee behauptet, sie seien arbeitslos oder arbeitsunfähig, kriminell und hätten eine hohe HIV- und Sterberate. Seine Nachforschungen zeichneten aber ein ganz anderes Bild. Newcomb stellte fest, dass keiner der Süchtigen HIV-positiv war, obwohl man doch annehmen sollte, dass die Krankheit in der Hafenstadt Liverpool ganz besonders verbreitet war. Und überhaupt wies keiner der Süchtigen die sonst üblichen Probleme auf. Keine Überdosis, keine Abszesse, kaum Krankheiten. Die meisten gingen einer geregelten Arbeit nach und führten ein normales Leben. Nachdem er diesen Bericht erhalten hatte, besah sich Marx seiner Patienten genauer. Zu ihnen gehörte Sidney, ein alter Liverpooler Dockarbeiter. Glücklich, verheiratet, zwei reizende Kinder, erinnerte sich Marx. Er werkelte schon seit Jahrzehnten mit seinem Heroin so vor sich hin und schien ein anständiges, gesundes Leben zu führen. Wie eigentlich all die Patienten, denen er Heroin verschrieb, musste Marx sich eingestehen. Aber wie konnte das sein? Ist Heroin denn nicht immer schädlich für den Körper? Sind Abszesse, Krankheiten und Tod nicht die natürlichen Folgen des Heroinkonsums? Alle Ärzte sind sich allerdings darin einig, dass medizinisch reines, mit sauberen Nadeln gespritztes Heroin keines der genannten Probleme verursacht. Probleme verursachen die Stoffe, die Kriminelle dem Heroin beimischen, um mehr Stoff verkaufen zu können.
Alan Perry arbeitete für die Gesundheitsbehörde und hat gesehen, wie Patienten, die kein Rezept bekamen, sich mit Ziegelstaub, mit Kaffee oder chlorkalt gemischtes Heroin spritzten. Damals erzählte er den Journalisten, injiziert man sich Zement in den Adern, muss man kein Experte sein, um zu wissen, dass das keinen Menschen gut bekommt. Man konnte auf Anhieb den Unterschied zwischen den Straßenjunkies sehen, die hilfesuchend zum ersten Mal in die Praxis stolperten, und jenen Patienten, denen Heroin schon seit Jahren legal verschrieben wurde. Die Straßenjunkies taumelten oft mit Abszessen herein, die unter ihrer Haut wie hart gekochte Eier faulten, mit offenen Wunden an Händen und Füßen, die, so Perry, wie eine mit Infektionen belegte Pizza aussahen. Die Haut ist breich, der Käse darauf eiter, und die Pizza wird größer und größer. Durch die Kombination kontaminierter Drogen mit dreckigen Nadeln siedeln sich diese Infektionen auf der Haut des Junkies an. Sie können sich direkt durch die Knochen fressen und auf der anderen Seite wieder herauskommen, so dass ein Loch zurückbleibt. Tritt das an beiden Beinen auf und der Körper ist nicht mehr stark genug, werden die Gliedmaßen glatt durchtrennt. Es hat Vorfälle gegeben, da sind Leuten beim Gehen einfach die Beine gebrochen. Oft sehen sie mit ihren amputierten Gliedern und der wie verkohlt und vernarbt wirkenden Haut wie die Überlebenden eines Krieges aus. Die Süchtigen mit Heroin auf Rezept sahen dagegen wie die Krankenpflege aus, wie die Sekretärin oder wie Marx selbst. Man konnte sie nicht erkennen. Harry Anslinger fand, die Kontamination der Drogen sei etwas Gutes, da es die Leute davon abbringen würde, Drogen zu nehmen. 1942 prahlte er, der Süchtige nimmt heutzutage bis zu 99% gestrecktes Heroin. Die Folgen erlebte Alan Perry in seiner Praxis. Diese dreckigen Drogen spritzt man sie, verstopft man eine Vene und macht sich nach und nach zum Frack, erzählte er. Das Problem bei dreckigen Drogen ist nämlich, dass mehr oder weniger jeder Schuss eine Vene verstopft. Und wenn die Vene zu ist, versucht man es mit einer anderen, bis man schließlich den ganzen Körper nach einer Vene absucht, in die man noch was spritzen kann. Angesichts dieser Fakten kam John Marx zu der Überzeugung, dass viele Drogenprobleme mehr den Gesetzen als den Drogen selbst geschuldet sind. In seiner Praxis begann man, die Infektionen, Abszesse und Amputationen Kriegsverletzungen zu nennen. Und allmählich begriff ich, sagte er, was diese Praxis für Wunder bewirkte, indem sie die Kriminalität umging und eine sichere Form des Drogenkonsums bot. Marx begann sich zu fragen, wenn Drogen auf Rezept so effektiv funktionieren, warum beziehen wir dann nicht mehr Süchtige ein? Wenn es Menschen davon abhält, an HIV zu erkranken, sich Gift in die Venen zu spritzen und in der Gosse zu krepieren, warum weiten wir das Ganze dann nicht aus? Er beschloss, ein Experiment zu wagen. Er dehnte das Programm Heroin auf Rezept von einem Dutzend Personen auf über 400 aus und er fand gemeinsam mit dem ortsansässigen Apotheker Heroin-Joints, also in Heroin getunkte Zigaretten. Einer geringen Anzahl seiner von Straßencrack abhängigen Patienten verschrieb er sogar Kokain, inklusive rauchbares Kokain. Er wusste, dass Kokain wie Alkohol mit der Zeit für die Gesundheit schädlich ist, erklärte. Aber wären Sie ein Alkoholiker in den 1930er Jahren in Chicago und hätten Ihre Großmutter gerade das Portemonnaie gestohlen, um sich zu exorbitanten Preis ein Gläschen gepanschten Methylalkohol bei Mr. Capone zu kaufen, hätte ich Ihnen auch rein gewissens ein Schlückchen besten schottischen Whisky verschrieben. Die örtliche Polizei bemerkte die Auswirkung als erste. Inspektor Michael Lofts sah sich die Fälle von 142 Heroin- und Kokainsüchtigen in der Gegend an und stellte fest, dass sie in den 18 Monaten, ehe sie von Dr. Marx Drogen auf Rezept erhielten, im Schnitt 6,88 Mal straffällig geworden waren, meist wegen Raub und Diebstahl. In den darauffolgenden 18 Monaten sank die Zahl auf durchschnittlich 0,44 Vergehen. Mit anderen Worten, bei Raub und Diebstahl war die Zahl der Straftaten um 93% gesunken. Man konnte fast dabei zusehen, wie sie sich veränderten, berichtete der erstaunte Lofts einer Zeitung.
Sie kamen in schrecklicher Verfassung, stahlen jeden Tag, um sich ihre illegalen Drogen kaufen zu können, und dann wurde aus den meisten von ihnen nette, vernünftige, gesetzestreue Bürger. Genau das hatte Henry Smith Williams schon vor Jahren vorher gesagt. Eines Tages kam die junge Mutter Julia Scott in die Praxis und gestand, sie arbeite als Prostituierte, um sich ihre Drogen leisten zu können. Angesichts solcher Patienten, sagte Marx einem Interviewer, merkte ich, wie ich allmählich wütend wurde. Wütend darauf, dass eine Gruppe junger, fähiger Menschen unter derselben Todesrate litt wie Syphiliskranke, nämlich zwischen 10 und 20%. Ich bin kein Softie und finde auch nichts Tolles an Drogen, weshalb ich meinen Patienten beibringen will, dass Drogen eigentlich langweilig sind. Langweilig, langweilig, langweilig. Er wollte, dass Julia sich langweilte, nicht, dass sie Angst hatte oder in Gefahr schwebte. Also stellte er ihr ein Rezept aus. Ich habe sofort aufgehört, als Prostituierte zu arbeiten, erzählte sie Ed Brantley, später in der Sendung 60 Minuten von CBS. Ich bin dann nochmal hin, um mir anzusehen, was ich getan hatte. Und mir wurde körperlich schlecht, als ich die Mädchen sah. Inzwischen arbeite sie als Kellnerin und konnte ihrem kleinen Mädchen eine Mutter sein. Während Julia ihre Tochter auf die Schaukel setzte, fragte Bradley, was glauben Sie, was ohne dieses Rezept aus Ihnen geworden wäre? Ich wäre wahrscheinlich längst tot, sagte sie. Ich brauche Heroin zum Leben. Als John Marx sein Rezeptprogramm ausweitete, blieben die Folgen nicht auf seinen Patienten beschränkt. Allmählich zogen sie sich aus den Straßen des Viertels auch die Drogendealer zurück. Marx übertrieb, als er meinte, die Dealer seien völlig verschwunden. Der Schriftsteller Will Self recherchierte vor Ort, fragte herum und erfuhr, dass es durchaus noch einige Dealer gab. Die Polizei aber meinte, es seien viel weniger als früher, und Inspektor Lofts erklärte damals, seit Ausweitung der Praxis haben sich die Dealer nach und nach aus den Straßen von Warrington und Widnes zurückgezogen. Es war, als liefe die Uhr rückwärts, zurück zu der Zeit vor dem Drogenkrieg. In einem kleinen Ziegelgebäude am Mersey wurde ein kalifornischer Traum wiedergeboren. In einem wichtigen Punkt aber unterschied sich John Marx von Henry Smith Williams. Henry glaubte, Süchtige müssten für den Rest ihres Lebens Drogen auf Rezept erhalten, was ihn zutiefst verstörte. Allem Anschein nach gab es zum ewigen Drogenkrieg nur die Alternative, ewig Drogen zu verschreiben. Seither aber wurde eine Entdeckung über das Suchtverhalten gemacht, eine, die Henry Smith Williams nicht vorhersehen konnte. Charles Winnick, ein Psychologe, der in den 1950er Jahren eine Drogenklinik in New York eröffnet hatte, bemerkte es als erster. Wie jedermann glaubte auch Winnick, wer einmal heroinsüchtig war, bleibe süchtig bis zum Tode. Dann aber stellte er fest, dass Heroinkonsum konzentriert sich auf die Altersgruppe der 25- bis 39-Jährigen. Danach versiegt er, schrieb Winnick. Die meisten Süchtigen hörten einfach von allein auf. Sie entwuchsen ihrer Sucht, vermutlich weil Stress und Anstrengung abnahmen, sie gefestigter wurden und die größten Herausforderungen des Erwachsenen-Daseins gemeistert waren. Diesen Prozess bezeichnet man als Entwachsen oder als natürlichen Entzug. Und er ist keine Ausnahme, sondern gilt nahezu ausnahmslos für alle Süchtigen. Die Entdeckung ist derart unglaublich, dass ich zahlreiche Untersuchungen darüber lesen musste, ehe ich sie wirklich begriff. Die meisten Süchtigen hören einfach auf, ob sie in Behandlung sind oder nicht. Vorausgesetzt, der Drogenkrieg bringt sie nicht vorher um. Meist ist nach etwa 10 Jahren Schluss. Sobald John Marx dies eingesehen hatte, dachte er, seine Arbeit bestehe darin, die Patienten so lange am Leben zu erhalten, bis sie den Drogen auf natürlichem Wege entwuchsen. Deshalb kamen die Süchtigen von Widnes jede Woche zu einem Treffen in Marx Büro zusammen und gingen wieder mit einem Rezept für rauchbares Heroin oder auch, in nur wenigen Fällen, wie wir gleich noch sehen werden, für Kokain. Marx erklärte der Öffentlichkeit, wenn die Drogenkonsumenten entschlossen sind, weiterhin Drogen zu nehmen, bleibt mir und der Gesellschaft nur die Wahl zwischen Drogen von der Klinik oder Drogen von der Mafia.
Es gab einen offensichtlichen Grund, weshalb man Marks Experiment mit Sorge verfolgte. Wenn Drogenkonsum nicht bestraft wird, wenn die Junkies ihre Drogen umsonst bekommen, dann steigt ihre Zahl doch sicherlich sprunghaft an, nicht wahr? Das war einer der eher vernünftig klingenden Einwände von Harry Anslinger. Werden Drogen auf Rezept wieder eingeführt, warnte er, wird die Zahl der Süchtigen rapide steigen. Das erschien nachvollziehbar. Wenn schon von der Familie geächtet und von Krankheiten geschüttelt zu sein und ein Leben in Armut die Entscheidung für die Droge nicht beeinflusst hat, was passiert dann erst, wenn es auch noch kostenlose Heroin-Joints gibt? Marx nahm dagegen an, dass ihre Zahl gleich bleiben würde. Wie sich herausstellte, hatten beide Seiten Unrecht. Der Drogenkonsum stieg nicht an, er blieb aber auch nicht gleich, er sank. Selbst bei jenen, die keine Rezepte erhielten. In einer in den Proceedings of the Royal College of Physicians of Edinburgh veröffentlichten Studie wird Widnes ein Viertel mit einer Heroinklinik mit Bodle verglichen, einem ähnlichen Stadtteil von Liverpool. In Bodle kamen auf 100.000 Einwohner 207,54 Drogensüchtige. In Widnes waren es nur 15,83, also um das Zwölffache weniger. Warum war das so? Warum sollte die Tatsache, dass Süchtige Drogen auf Rezept erhielten, die Zahl jener verringern, die süchtig wurden? Dr. Russell Newcomb, der mit John Marx zusammen in dessen Praxis arbeitete, fand eine mögliche Erklärung. Mal angenommen, jemand ist vom Straßenheroin abhängig. Für seine Sucht muss er jeden Tag eine ziemlich hohe Summe auftreiben. In Wirral damals 100 Pfund am Tag für Heroin. Wie beschafft man sich so viel Geld? Man kann stehlen, sich prostituieren. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit und die ist längst nicht so unangenehm. Man kauft seine Drogen, zieht davon ab, was man selbst braucht, streckt den Rest mit Talkumpuder und verkauft ihn weiter. Um das tun zu können, muss man allerdings jemanden für den Drogenkonsum anwerben. Man muss Dealer werden, ein Verkäufer, der die eigenen Erfahrungen schönredet. Heroin wird unter dem Drogenverbot also Teil eines Schneeballsystems. Versicherungsgesellschaften würden sich glücklich schätzen, Verkäufer wie die Junkies zu haben, die ein solches Maß an Hingabe aufbringen, erklärte Marx. Und deshalb sank die Zahl der Drogensüchtigen durch John Marks Praxis. Um das Motiv Profit gebracht, lassen Drogen auf Rezept das Schneeballsystem in sich zusammenbrechen. Man braucht kein Heroin mehr zu verkaufen, um Heroin zu bekommen. Das erklärt, warum weniger Leute zum Heroinkonsum verführt werden, sobald man Drogen auf Rezept beziehen kann. Dasselbe gilt für Kokain. Während Russell Newcomb dies erklärte, entging mir keineswegs die Pointe der Geschichte. Harry Anslinger hatte immer behauptet, Drogensucht sei ansteckend. Was sie unter normalen Umständen nicht ist, in dem von ihm geschaffenen System des Drogenverbots, aber ist sie allemal. John Marx wurde angeschrien, die öffentliche Sitzung lief aus dem Ruder und man beschimpfte ihn. Allerdings schrien ihn diesmal nicht die Rechten oder Konservativen nieder, sondern Kommunisten der Partei Militant Tendency, die damals in Liverpool das Sagen hatte und eine unmittelbar bevorstehende sozialistische Revolution in Großbritannien glaubte. John Marx erklärte, sie verhindere diese Revolution, da er die arbeitende Klasse mit Drogen ruhig stelle. Das Opium für die Massen erwies sich buchstäblich genau als das, als ein Rauschmittel, Marx verhindere Marx. Der Vater einer der Patienten von Marx stand auf und wandte sich an die Menge. Anfangs war ich schon ein bisschen irritiert, als John meinem Jimmy Heroin gab, sagte er, da ich dachte, sein Job sei es doch, ihn von dem Zeug loszueisen. Aber wisst ihr was, seit er bei Dr. Marx in Behandlung ist, kommt er wieder zu den Mahlzeiten, setzt sich zu uns, redet mit uns und hat sogar wieder mit seiner Freundin angebandelt. Und noch etwas, Jungs. Für nächste Woche hat er ein Stellenangebot. John Marx nahm an, dass die positiven Auswirkungen seines Experiments überall im Land und auf der Welt Menschen anregen würden, es ihm gleich zu tun. Wer könnte denn gegen eine Politik sein, die das Leben der Drogenkonsumenten rettete und zu geringerem Drogenkonsum führte und dafür sorgte, dass die Dealer nach und nach verschwanden? Endlich schien sein Experiment die erhoffte Wirkung zu zeigen.
Er wurde gebeten, am Metropolitan Central in Liverpool eine größere Version seiner Witnesspraxis aufzuziehen. Bald darauf wurde beschlossen, dass jede Gesundheitsbehörde in der Gegend von Southport im Norden bis zu Macclesfield im Osten eine eigene Rezeptpraxis einrichten sollte. Der Rückgang im Ladendiebstahl war so enorm, dass die Kaufhauskette Marks & Spencer die neue Politik öffentlich pries und beschloss, die erste Weltkonferenz zur Schadensminderung und Drogenkonsum in Liverpool im Jahre 1990 zu unterstützen. Auf dieser Konferenz erklärte Derek O'Connell, einer der von Marks Experiment inspirierten Polizisten: Wir Beamten haben den Eid geschworen, Leben zu schützen. Natürlich müssen wir auch für Drücker da sein und ihnen die Hilfe verschaffen, die sie brauchen. In der Zwischenzeit aber müssen wir dafür sorgen, dass sie möglichst gesund bleiben. Schließlich ist die Polizei auch für sie da. Marx sollte jedoch gegen dieselbe Mauer anrennen, an der auch schon Henry Smith Williams gescheitert war. Mit einigen Kollegen wurde Marx eingeladen, durch die Vereinigten Staaten zu reisen, um dort zu erklären, wie diese Politik amerikanische Leben retten könnte. Doch wo sie auch sprachen, am Ende der Veranstaltung bekamen sie stets das Gleiche zu hören, dass nämlich der republikanische Kongressabgeordnete Jesse Helms die Organisatoren unter Druck gesetzt hatte, die Veranstaltung abzusagen. Helms wollte nicht zulassen, dass sich jemand in den Krieg gegen die Drogen einmischte. Einige Jahre später meldete sich bei einer CNN-Telefonshow ein Anrufer, um Helms zu danken für alles, was sie getan haben, um diese Nigger im Zaum zu halten. Zur Antwort salutierte Helms und sagte: Na, da danke ich Ihnen jetzt aber auch. Nachdem man den Bericht über Marks Praxis in 60 Minuten gebracht hatte, einer der bekanntesten Fernsehshows der Vereinigten Staaten, wurde Marks von Bing Spear angerufen, dem obersten Beamten der Drogenabteilung des britischen Innenministeriums. Wir kriegen gerade jede Menge Druck von unserer Botschaft in Washington, warnte er. Die wenden sich an die Regierung und sagen: Was müssen wir da über irgendwen in Liverpool hören, der umsonst Crack-Kokain verteilt? Macht sofort Schluss damit. Die konservative Regierung beschloss, Marks Praxis mit einem neuen, von evangelikalen Christen geführten Ärztezentrum zusammenzulegen, die aus Prinzip gegen Drogen auf Rezept waren. Seine Patienten gerieten in Panik, da sie wussten, was auf sie zukam, wenn der Stoff ausblieb. Die Rückkehr zu Abszessen, zu Überdosis und zur täglichen Jagd nach Drogen, die sie dann nur noch von Kriminellen beziehen konnten. Marx war machtlos und wusste ihnen nicht zu helfen. Die Ergebnisse stellten sich rasch ein. Von 1982 bis 1995, während all der Jahre also, in denen von Dr. Marx Drogen auf Rezept verschrieben worden waren, hatte es unter seinen Patienten keinen einzigen Drogentoten gegeben. Sidney, der Liverpooler Dockarbeiter, musste sich nun wieder gestreckten Stoff auf der Straße besorgen und starb. Julia Scott, die gesagt hatte, ohne ihr Rezept würde sie sterben, behielt recht. Sie starb an einer Überdosis und hinterließ eine Tochter ohne Mutter. Von den 450 Patienten, denen Dr. Marx Rezepte verschrieben hatte, starben 20 innerhalb der ersten 6 Monate. Nach 2 Jahren waren 41 tot. Die Todesrate unter den Süchtigen schnellte wieder auf ein für das Drogenverbot typisches Maß hoch. 10-20%, ein ähnlich hoher Prozentsatz wie bei Syphiliskranken. Dr. Russell Newcomb, der in der Praxis gearbeitet hatte, erzählte mir, die Patienten seien sofort gezwungen gewesen, wieder auf die Straße zu gehen. Wer Arbeit hatte, verlor sie. Beziehungen zerbrachen, Schulden und Straftaten häuften sich. Im Schnitt kehrte jeder, der von John Marx keine Rezepte mehr erhielt, innerhalb eines Monats zur Beschaffungskriminalität zurück. So oft er einen der ehemaligen Patienten auf der Straße sah, fragte er, was sie jetzt machten. Grafting, lautete die Antwort. In Liverpool ein Wort für Stehlen, um sich einen Schuss besorgen zu können. Heute gibt es in Merseyside wieder jede Menge Süchtige und die Gangs liefern sich wieder einen tödlichen Konkurrenzkampf im Drogenkrieg. Marx musste feststellen, dass er in seinem eigenen Land
auf der schwarzen Liste stand, weshalb er schließlich ans andere Ende der Welt zog, nach Gisborne, dem äußersten Zipfel von Neuseeland. Und von dort vertraute er mir 2012 per Telefon seine Geschichte an. Man hatte mich ins Exil geschickt, sagte John Marks. Als ich ihm gestand, dass mich seine Geschichte wütend machte, antwortete er trocken, was lässt Sie glauben, die Mächtigen handelten vernünftig? Ihr Problem ist, dass sie zu rational denken. Und so endete seine Geschichte genau wie die von Henry Smith Williams. Eigentlich sollten sie auch längst vergessen sein, aber etwas lief diesmal anders. Ich buchte einen Flug nach Genf, jener Stadt, in der sich Harry Anslinger zum ersten Mal an die Vereinten Nationen gewandt hatte, um der Welt seine Vision aufzuzwingen. In einer ironischen Kehrtwende der Geschichte sollte sein allumfassender Einfluss in eben dieser Stadt endlich gebrochen werden. Ich hörte mir die Geschichte der Frau an, die zusammen mit anderen diese Veränderung zu Wege brachte. Eine Geschichte, die von John Marks inspiriert wurde. Sativa Singh.